Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule YouTube-Kanal. Ich bin Nastja und bei mir gibt es ganz viele Näh- und DIY-Anleitungen. Also wenn du neu hier bist, dann abonniere doch den Kanal und drück auf die kleine Glocke. Dann bekommst du immer eine Benachrichtigung, wenn es hier was Neues gibt und kannst dir diesen Spruch jede Woche anhören. So, heute gibt es eine Näh-Anleitung, was sich schon länger wieder gewünscht wurde. Warum wieder, erkläre ich gleich. Es ist super einfach, es geht fix und es sieht toll aus und es ist für jeden Näher echt cool. Und zwar zeige ich euch heute ein Stickrahmen-Utensilo, obwohl der Name ein bisschen gelogen ist. Man könnte sogar sagen Clickbait. Nein, es ist ein Quiltreif-Utensilo bei mir. Also ihr könnt dafür einen Stickrahmen nehmen, also solche wie hier im Hintergrund hängen. Ich habe einen Quiltrahmen genommen, einfach weil die einen sehr schönen Durchmesser haben. Meine hat jetzt 36 cm. Und die sind ein bisschen tiefer und ein bisschen stabiler und das finde ich halt einfach schöner. Die sind natürlich nicht ganz billig. Das heißt, ihr könnt aber auch einen ganz normalen Stickrahmen nehmen, wenn ihr davon eh welche habt. Schaut einfach, was ihr habt, ansonsten bestellt euch was, wie auch immer. Da könnt ihr so eine Sachen wie Scheren und sowas reinpacken, Stifte. Das Ganze hat nicht super viel Tiefe, das heißt, ihr könnt nicht super, super viel in die Fächer stopfen. Aber so alles, was man so braucht beim Nähen oder so Kleinigkeiten, passen da super rein. Und dadurch, dass der Stoff gespannt ist, könnt ihr natürlich auch prima kleine Stecknadeln reinpinnen und das Ganze auch als Nadelkissen mitnutzen und das dann einfach vor eure Nähmaschine an die Wand hängen. Dadurch, dass ich ja meinen Nähtisch hier frei im Raum stehen habe und gar keine Wand links, rechts, also direkt davor habe, habe ich es jetzt an die Seite gehangen. Eigentlich ist es gedacht, quasi, wenn du nähst, dass es dann so da hängt. Ihr könnt es auch ins Wohnzimmer hängen oder ins Bad. Hängt euch da wohin ihr wollt. Ich habe mich hier für drei Stoffe entschieden. Ich erkläre euch den Zuschnitt so, dass ihr das für jeden Stickrahmen machen könnt. Man könnte es ein bisschen besser machen, dass man nicht ganz so viel Verschnitt hat. Aber so ist es die safe Variante, einfach mit drei Quadraten am Anfang loszulegen. Dann passt das für jeden Stickrahmen und wer weniger Stoff zuschneiden will, guckt sich das Video einmal an und weiß dann halt auch, dass er die Taschen ein bisschen kleiner zuschneiden kann. Das ganze Tutorial habe ich schon mal gemacht. Das ist eine alte Davanda-Anleitung, die es leider nicht mehr gibt und ich wurde ganz oft danach gefragt und deswegen gibt es sie jetzt als Video bei mir auf dem Kanal, damit sie nicht verloren geht. Ich habe meine Fächer oben mit einem schönen Schrägband nochmal abgesetzt. Das ist eigentlich zu Deko. Das müsst ihr nicht machen, aber ich finde es ganz hübsch und deswegen zeige ich euch, wie man das mitmacht. Ich habe auch meinen Hintergrundstoff nochmal verstärkt mit einer Einlage. Der S320 ist kein Blumenvlies, sondern einfach was Festeres, damit das Ganze wirklich ein bisschen an Festigkeit gewinnt. Dadurch, dass ihr das Ganze in Stoff spannt, braucht ihr das wahrscheinlich nicht unbedingt, aber dann labbert das nicht aus mit der Zeit. Je nachdem, wie viel ihr da reinpackt, könnt ihr so ein bisschen nach Bauchgefühl machen. Dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los und das dauert auch nicht lang und ihr seid schnell fertig. Deswegen sehen wir uns gleich wieder im Outro. Los geht's! Was ihr zum Nähen braucht, ein Stickrahmen oder wie in meinem Fall ein Quiltrahmen oder auch Quiltreifen genannt, mit beliebigem Durchmesser. Meiner hat einen Durchmesser von 36 cm. Drei feste Webstoffe, eine Fließeinlage S320, zwei farblich passende Schrägbänder, ist aber optional, Nähzubehör und Nähmaschine. Überlegt euch bei euren Stoffen zunächst die Reihenfolge. Welcher soll hinten sein, welcher für das obere Fach und welcher für das untere Fach. Schneidet nun Quadrate aus allen drei Stoffen und der Einlage zu, die etwa 10 cm größer sind als der Durchmesser eurer Quiltreifen. Bei mir sind das also 46 x 46 cm. Schnappt euch die beiden Stoffe für die aufgesetzten Taschen und faltet sie mittig links auf links. Bügelt sie. Und wenn ihr schon beim Bügeln seid, könnt ihr auch gleich die Einlage auf die linke Stoffseite des Hintergrundstoffes bügeln. Fasst dann jeweils die obere geschlossene Kante der beiden Fächer mit Schrägband ein. Hier könnt ihr auch einen Zierstich verwenden, wenn ihr möchtet. Achtet aber vorher unbedingt darauf, dass ihr genug Unterfaden drin habt. Legt dann die beiden Stoffe mit den Schrägbandkanten auf die rechte Seite des verstärkten Stoffes und teilt jetzt die Taschen von der Höhe her auf. Legt dafür zwischendurch schon einmal den Quiltrahmen über die Stoffe. Wenn alles passt, steckt ihr das Ganze mit Stecknadeln fest. Wundert euch übrigens nicht, mein unterer Stoff ist etwas kürzer, ihr könnt ihn hier dann einfach passend kürzen. Achtet aber unbedingt darauf, dass hinter dem kompletten Ausschnitt vom Quiltrahmen der untere Stoff liegt und der hier nicht zu kurz ist.
Näht nun zuerst die untere Kante des mittigen Stoffes an und dann die untere Kante des unteren Stoffes. Jetzt werden noch Unterteilungsnähte für die Fächer gesetzt. Setzt jetzt zwei vertikale Nähte, die nachher das Utensilo in Taschenfächer unterteilen. Ich habe mir das übrigens mit einem Aquatrickmarker markiert, denn die kann man nachher einfach mit Wasser weglöschen und dafür gibt es auch so einen Wassertankstift. Ich bin ein großer Fan davon und ich verlinke es euch mal unten. Drehe jetzt den Quiltreifen auf. Leg den inneren Reifen dann unter den Stoff und spann den äußeren Rahmen oben darüber. Straff den Stoff und zieh den Verschluss fest. Schneidet jetzt die Rückseite etwas zurück, aber nicht zu viel. Schnappt euch dann Nadel und Faden, am besten einen reißfesten, dickeren Faden. Steppe jetzt einmal ringsherum mit einem sehr breiten Stich. Der kann wirklich absolut grob sein und einfach einmal im äußeren Stoffrand ringsherum. Zieht den Faden dann fest, so dass sich der Stoff auf der Rückseite rafft und verknotet das Ende gut. Und dann seid ihr auch schon fertig. So und so oder so ähnlich sieht dann euer Stickrahmen aus, wenn ihr fertig seid. Ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ich mache momentan super gerne so kleinere Projekte, die schnell gehen. Es kommen natürlich aber auch demnächst wieder aufwendigere Sachen. Da ist auf jeden Fall auch noch was in Planung. Ansonsten, wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne mal sehen wollt, immer her damit. Ich habe vor zwei Videos, glaube ich, schon mal gefragt und da kam ganz viel Ostern und Frühling. Das habe ich jetzt mit aufgenommen und das ist in der Planung. Es wird auf jeden Fall mindestens ein, vielleicht sogar zwei Videos zu Ostern geben. Und auch Frühling kommt ganz bald. Bitte. Es ist so schön warm heute. Heute drehe ich mal einen Tag vor der Veröffentlichung. Also heute ist Montag bei mir und draußen sind einfach 14 Grad. Ich musste mich ein bisschen überreden, hier zu drehen heute. Aber es ist so schön. Ich glaube, ich gehe gleich nochmal raus, wenn ich hier fertig geschnitten habe. So, genug gelabert. Wir sehen uns nächste Woche wieder hier. Dienstag, gleiche Stelle, gleiche Welle. Seid kreativ und geht raus und genießt die Sonne. Und überhaupt, bis dahin. Tschüss.